So, hallo und willkommen zu der nächsten Folge vom FM19 bei Eintracht Frankfurt. Ja, in der letzten Folge eben zwei Spiele, das 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf und die Niederlage gegen Sevilla. Die Nachanalyse eben, ballbesitztechnisch waren wir stärker als die Tore, also wir haben sehr gut gespielt, ja, aber kann man echt nicht sagen. Angriffsfokus über den rechten Flügel, der Guzman Giraldes, eben entscheidende Pässe, meisten Fehler Giraldes, aber alleine Gold wert durch sein Tor. Jetzt gegen Nürnberg, die 16er sind, vielleicht nehmen wir das Momentum mit, das wir durch Sevilla gewonnen haben und gewinnen auch das Spiel gegen Nürnberg, also Freiburg, Borussia Mönchengladbach mit einem 3:2. Und ja, schauen sich jetzt die aktuelle Tabelle an, ein bisschen weiter als Tabellenmitte, also auf 10. Wie gesagt, aber mit einem Sieg wären wir wieder dabei. Oben Patrick Finger können wir jetzt auf jeden Fall auch mal loben. Ich glaube, den lasse ich jetzt auch einfach in meiner Mannschaft. So zwei Sterne, ja, zurückgezogener Spielmacher, wird immer stärker auf der linken Verteidigerposition. Offensiv auch eben ziemlich gut schon, also mit echt einem guten Spieler. Eurocup, zwei Einsätze mit seiner 6,8. Das ist auch eigentlich ganz okay. Problem mit Fallett, so. Ja, es ist halt eben das Problem mit jedem hier. Es ist einfach das Problem mit jedem und ich werde jetzt auch einfach keinem mehr was versprechen. Ich bin der Trainer und ich sage, was da gilt. Ganz ehrlich, kommen zu mir drei Innenverteidiger, die spielen wollen. Dabei spiele ich ein System mit zwei Innenverteidigern. Also entweder muss da jemand auf seine Chance warten oder nicht. Ich habe einen Michael, einen Salcedo, einen Dicker, einen Russ und einen Fallett. Also ganz ehrlich, ruhig. Und nachdem in der Vorbereitungsphase keiner in der Innenverteidigung gut gespielt hat, spiele ich jetzt einfach so, wie es ist und wer einfach da jetzt ganz gut bleibt. So, mögliches Problem mit Fallett. Ich glaube nicht, dass Simon derzeit viel von ihnen erweitert, aber es könnte sich lohnen, mit ihm zu reden, um das Problem zu lösen, bevor es dramatische Ausnahme nimmt. Soll es nehmen. Wir stehen da, wir spielen jetzt gegen Nürnberg mit der besseren Quote. Unsere U19 gewinnt. Abdulkerim Chaka wieder mit einem Tor. Mit jetzt sein viertes Tor aus 9 Spielen. Pressekonferenz beginnt. So, an Pressekonferenz teilnehmen. Ich betrachte das Training in der Vorbereitung darauf ausgezeichnet. Wir sind zuversichtlich, ein gutes Ergebnis zu erzielen. SV Werder Bremen tritt auf Leverkusen. Werde mich nur auf mein eigenes Team konzentrieren. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt Leverkusen oder Werder spielen werden. Ja, was für uns zählt, ist Siege, Siege, Siege jetzt. Auf jeden Fall jetzt gegen Nürnberg, vor allem Teams, die schlechter platziert sind als wir. Vor allem, dass sowas wie gegen Fortuna nicht nochmal passiert. Gut, das kann auch mein Fehler gewesen sein, nachdem ich die falsche Halbzeitansprache ausgeklickt habe. Wir sehen da jetzt Bayern gegen Mainz mit einem 2:2, was eigentlich sehr gut ist. Ja, das war jetzt genau. Es war jetzt, was eigentlich sehr gut ist. Somit könnten wir mit einem Sieg, gut, nicht den gleichen Platz bekommen, aber mit einem Sieg gleich aufziehen mit Punkten für den 7. Platz. Freiburg hat auch schon gespielt, also mit einem Sieg wären wir schon auf Platz 8. So, Aaron Martin, gut, dass Mainz das Geld hat. Ich hab's nicht. Weiter geht's gegen Nürnberg. 17. jetzt sogar schon. So auch und dann gegen Stuttgart. Fitness-Test, also Tawata kann spielen. Bei Alan, Jankovic und Fernandes sollten wir aufpassen. Ich lasse auch jetzt an Jankovic von Anfang an spielen. Der hat ziemlich gut gegen Sevilla gespielt, einige Pässe gebracht. Die ziemlich wichtig waren. So, ein dicker Michael, Salcedo. Zufrieden, wie sein Trainer Simon Fallett behandelt. Ja, sind alle zufrieden. So, Giraldes, De Guzman, Jankovic, Kostic, Haller. Nachdem Haller auch jetzt irgendwie nicht trifft, also wir haben einfach ein Stürmerproblem, kann ich euch sagen. Also 9 Spiele, Jovic mit 3 Toren. Haller mit 4 Spielen und einem Tor, also 8 Spiele, also insgesamt, wenn man jetzt die Einwechslungen dazu zählt. Lasse ich mal Jovic jetzt als Knipser. Ich habe mich jetzt wieder verdrückt, nicht kompletten Stürmer, sondern Knipser. Und Kostic, Giraldes, Jankovic, De Guzman, Hasebe. Ja, wie schaut es denn aus mit einem Fabian, den auf die Bank zu packen? Fernandes.
Den würde ich auch gerne defensiv spielen lassen, jetzt als tiefen Sechser. Also als balloben Mittelfeldspieler, der verteidigen tut, dass der ja nichts anbrennt. So, weiter geht's. Ja, gestern Fernandes fehlt jetzt an Spielpraxis. Gut, sie spielen jetzt nicht gegen einen Top-Verein, sondern gegen Nürnberg, die dabei Tabellen 17. sind. Und so, jetzt eben da die Formation nochmal. Mit einer 4-1-2-3. Matenja bei Nürnberg, okay. War letztes Jahr beim Hamburg. So, bestimmt. Wenn wir uns das Spiel spielen wollen, dann werden wir auch gewinnen. Ihr seid voll auf in Lage einfach. Ich schicke den Co-Trainer jetzt einfach mal. Ich möchte mich aufs Spiel konzentrieren. Und ja, also Nürnberg Eintracht Frankfurt eben jetzt in der 5. Minute schon. Wir mit einem Schuss schon. Ballbesitz ist jetzt mal ausgeglichen. Nürnberg schon mit 2 Fouls. Wertetechnisch jetzt schon mal mit 6,8. Jeder in der Abwehr gut. Das heißt noch nichts. 3. Schuss schon. Der erste aufs Tor. Der Guzman jetzt mit einem Foul und jetzt Löwen da. Ball fliegt meilenweit vorbei. So, 20. Minute. Wir mit der ersten Ecke. Kostic auf Michael. Jawohl, erste Saisontor. Für mich eine Verpflichtung, die sich. Jetzt habe ich es unabsichtlich mit meiner Maustaste weggeklickt. Eben da ist die Flanke. Kostic mit der Vorbereitung. Mikey steht da super und macht das Ding rein. Also auf jeden Fall eine Verpflichtung, die sich gelohnt hat. Derzeitige Fähigkeit 3,5 Sterne, somit auch der stärkste Verteidiger. Verbessert sich sogar noch die Wissenwerte, also mit 27 Jahren. In seinem besten Alter, 27, 28, kann man immer sagen, für einen defensiven Spieler. Ja, 6 Einsätze, eben die Tackling-Quote in der Bundesliga, die phänomenal ist mit 91%, also gewonnene Tacklings. Das heißt von 10 Tacklings, 9 gewonnen. Ja, das ist also super. Wir bleiben jetzt mit 1-0 vorne, dominieren weiterhin mit 5 Schüssen und 2 aufs Tor. Minute, nichts passiert seit dem Treffer, 7. Schuss, 3 aufs Tore, 6 Fouls, Ballbesitz bei uns. So, jetzt Bauer da, Nürnberg mit einem Einwurf in unserer Strafraum, in unserem Strafraum Drittel. Jetzt ein Flankenwechsel, Leibold, Kerk, Guzman, jetzt klärt er den Ball, Ball bleibt aber bei Nürnberg, ganz gefährlich, aber wird dann doch nichts. 1 Minute Nachspielzeit, wir gehen mit 1-0 Führung rein. Ja, gehen wir. Somit, wir ermutigen sie jetzt und sagen, das war ganz so gut soweit, die könnten noch besser sein. Macht die Dinger rein, Alter. So, Guzman, Michael, Fernandes. 7 Schüsse, 3 aufs Tor. Muss mehr rein, da muss mehr rein. Endlich mal, dass wir einmal so ein Spiel gewinnen mit 2, 3, 4-0. Dass mal jeder in der Bundesliga mal sagen, wer wir sind. Nicht damit einer Tordifferenz. So, Geraldes hat einen Schlag erlitten, das ist perfekt, weil wir müssen einen Fabian eh spielen lassen. So, der erste Wechsel mal erpressungsbedingt. Fabian, ja, was soll ich sagen? 3 Spiele in der Vorbereitung, ein Tor, eine Vorlage. Und jetzt unbedingt spielen lassen wollen. Also ja, ich lasse ihn mal spielen. So. Minute, nichts passiert, 8 Schüsse, 3 aufs Tor, Nürnberg kommt jetzt zurück langsam mit 7 Schüssen, da echt Angst, dass da einfach wieder so die gleiche Scheiße passiert wie immer. Ich hau mal einen Hasebe rein, habe ich jetzt hier Kelson Fernandes ja nicht, nichts Falsches gemacht, also einen defensiven Mittelfeldspieler für einen defensiven Mittelfeldspieler. Und es gefällt mir einfach nicht, da tue ich jetzt einfach mal wieder sehr defensiv schalten. Abräumen und verteidigen bitte. Der nächste Wechsel. Es wird ein Haller sein für einen Jovic. Einzelgespräch zu Haller. Na, wo kann ich ihm jetzt was sagen? Wo kann ich ihm jetzt überhaupt was sagen? Gar nichts. Ah, da jetzt. Na, jetzt habe ich es dem Co-Trainer übergeben, habe ich mich jetzt wieder verklickt. So. 80. Minute. Die Änderung durchführen, dass wir da Eduard Löwen mehr
decken und aus der Distanz, also dass er nicht zu einem Schuss kommt aus der Distanz. Wieder eigentlich ein sehr langweiliges Spiel, wo wir bis jetzt nur eine Chance hatten, eine richtige, und die auch genutzt haben in der zweiten, ganzen zweiten Halbzeit gar nichts. So, Bauer, jetzt, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, Perea kommt da sehr, sehr frei, Fuchs, das gibt es doch nicht. 93. Minute 1:1. Das ist ja ein Wahnsinn. Spieler da komplett frei, wo ist Hasebe, wo ist Fabian, wo ist Guzman, alle irgendwo wieder, oder? Alle nur am Zuschauen, alle nur am Zuschauen. Kostic, wo ist eigentlich der Guzman? Wo spiele ich mit keinem der Guzman? Da ist er. Na, das ist ein Hasebe. Na, wie ist das jetzt da taktiktechnisch? Ja, ein Guzman. Wo ist er jetzt in dieser Situation gewesen? Ja, der Ausgleich in der 93. wieder so ein später Treffer in der Nachspielzeit gegen einen, ja, Fabian, super. Super haut er den Ball ins Out. Alexander Fuchs in der 93. Minute. Aggressiv, morgen wird wieder hart trainiert. Auch wenn ich schon bezweifle, dass sich das überhaupt was bringt. So Training. So nächsten Tag, also nächste Woche schon. Da jetzt. Nee, keine Pause. Also das, Entschuldigung, Reisen, Ausdauer und eben alle sollen mal trainieren. Allgemein, physisch und fertig. So, Pressekonferenz, so, wir hatten heute keine Mittel. Was, wir hatten keine Mittel? Der hat einfach nur geschossen in der 93. Minute und getroffen. Es ist ein dramatischer Ausgleichstrecher, das tut sicher weh. So. Heilige Scheiße, damit haben wir 1:1 wieder. Ist wieder auf Platz 11, obwohl wir auf Platz 7 landen konnten, weil wir sich wieder nicht zusammenreißen konnten in der Nachspielzeit. Es ist einfach so ärgerlich. Sind die da jetzt, ja, wirklich jetzt halbe Mannschaft beginnt sich Sorgen zu machen. Gibt es einen Wechselspieler Spielzeit, aber jeder will Stamm spielen, was ist das? Jeder will Stamm spielen. Ganz ehrlich. Kader unzufrieden, jetzt Fallett und ein dicker Guzman und Fabian unterstützen das. Fallett und ein Fabian haben sich da jetzt ein bisschen mehr einbekommen. Jetzt Deutschland-Pokal, ja, Titelverteidiger Eintracht Frankfurt, der ausgeflogen ist in der ersten Runde. Und ja. Hertha BSC gegen Stuttgart nach Elfmeterschießen. Bochum hat Kaiserslautern raus. Regensburg gegen Schweinfurt 2:1. Fortuna gegen Union Berlin, naja, ist jetzt nichts so Besonderes. Da hätte ich stehen bleiben können kurz, aber ist jetzt auch schon zu spät. So, die anderen Spieler dann noch. Köln gegen Duisburg mit dem 3:0. Ingolstadt halt Sandhausen raus. St. Pauli haut RB Leipzig aus, jawohl. Nieder mit dem Dosenfußball. Holstein Kiel Wien, 1:0 für Holstein Kiel. Und ja, so. Anstehend zu scouten, der Bewerber, na, den brauchen wir nicht. Kader unzufrieden, ja. Jetzt mal ein Ante Rebic da oben, der da mal gut trainiert hat. Trainingsleistung sehr, sehr, sehr zufrieden bin. So, Taktik. Ja, ein Ante Rebic auf jeden Fall wieder mitnehmen, bevor er der Nächste ist, der sich beschwert. Ein Hasebe. Und der Guzman kommt jetzt, nein, der bleibt. Jankovic für einen Müller. Fabian, Fernandes, Kostic, Tavata, Salcedo mal mit dem Michael. Schauen wir mal, wie das klappt gegen Stuttgart. So, damit beende ich jetzt die folgende Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, warte, wir haben da nochmal das Finanzupdate. 3 Transferklauseln können aufgekauft werden.
Gesamte Einnahmen durch Fanartikel verkauft ist auch eigentlich ziemlich schön. Der Kontostand bleibt auch gut. Wir haben keine Schulden. Update zum Mannschaftsgefüge. Sehr gute Unterstützung für den Trainer. Durchschnitt, die Spieler sind derzeit recht zufrieden und werden keinen allzu großen Bohai machen, wenn es ein Problem gibt. Das ist wichtig, ja. Gut, jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Leider der unnötige Treffer da in der 93. Minute gegen Nürnberg. Der hat uns überhaupt nicht, den haben wir überhaupt nicht gebraucht. Auch wenn wir jetzt eigentlich ziemlich gut ins Spiel gekommen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo, das würde mich sehr freuen. Dankeschön und tschüss, tschüss.